Die Golf Amateur Classic Tour, kurz GAC, ist für viele Golfer ein fester Bestandteil ihrer Saisonplanung. Die GAC kann durchaus als sportliches Highlight bezeichnet werden. Ausgetragen wird das Turnier im Dreiländereck Salurlux und wurde damit zu einem weiteren Zugpferd für unsere Region. Die GAC gibt es zwar erst in der dritten Auflage, jedoch braucht sie bundesweite Vergleiche nicht zu scheuen. Heute fand nun das erste Turnier der diesjährigen Tour statt. Über das Spiel auf dem grünen Rasen berichten Nicole Staudt und Konstantin Eckert. Der Sport in Saar News aktuell wird präsentiert von Saatoto. Das ist auch nicht einfach. Wir helfen dir. Rein! Perfekt eingelocht. Das wünschte sich heute jeder der fast 60 Teilnehmer der GAC-Tour. Bei strahlendem Sonnenschein fiel der Startschuss auf dem Golfclub Golf de Saargemühn in Ruhlingen. Von Mai bis Oktober kann jeder mitmachen, egal ob Amateur oder Profi. Voraussetzung ist lediglich ein Handicap ab 54 und außerdem die Mitgliedschaft in einem nationalen Golfverband. Die Tour findet hauptsächlich im Saarland statt, aber auch in der angrenzenden Saarlouis-Region sowie in den Nachbarländern Hessen und Rheinland-Pfalz. An 72 Turnieren auf insgesamt 12 Plätzen zieht die bundesweit erste Amateurtour zahlreiche Golfer in ihren Bann. Jeder Tourspieler kann an allen GAC-Turnieren teilnehmen, ob auf seinem Heimatclub oder einem anderen Golfplatz. Er kann bis zu 8 Turniere auswählen, die er für die Tour gewertet haben möchte. Davon werden dann die 5 besten Ergebnisse für sein persönliches Tourergebnis gewertet. Aus diesen wird dann eine Rangliste erstellt. Somit sorgt ein bestimmtes Bewertungssystem dafür, dass auch Spieler mit einem höheren Handicap gute Chancen auf einen Preis haben. Eigentlich ist Golfen ja kein Mannschaftssport, so aber nicht hier. Innerhalb der Tour gibt es eine Teamwertung für jeden Club. Bis zu 20 Spieler können für eine Mannschaft nominiert werden. Deren Ergebnisse werden wiederum für den Club gewertet. Die 3 Besten erspielen so bis zu 1000 Euro. Eine wirklich gelungene Idee. Der Golfball ist ein besonderes Highlight der GAC-Tour. Wenn Sie jetzt auch noch Lust auf ein paar Abschläge bekommen haben, dann schauen Sie doch einfach mal nach unter www.gac-tour.de. Hier finden Sie alle aktuellen Infos über die teilnehmenden Clubs sowie die Spieltermine. Der Sport in Saar News aktuell wurde präsentiert vom Saatoto.